1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht wieder eine freie Themensendung. Das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz gleich über welches Thema, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und wenn ihr meldet, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Susi. Und die Susi ist 24 Jahre alt. Und die begrüße ich herzlich, ganz herzlich jetzt. Hallo. Hallo Susi. Susi schweigt. Susi schweigt. Nein, ich schweige nicht. Nein, sie schweigt nicht, da Nein, ist sie. Ich schweige nicht. Da war irgendein Fehler. Nicht weiter will. In der Leitung. Egal. Susi. Jo. Du hast mich angerufen. Genau. Warum? Was ist dein Thema? Eigentlich das Thema, das leidige Thema, die große erste Liebe. Die große erste Liebe? Die große erste Liebe. Du bist 24 und das ist jetzt die erste große Liebe. Oh nein, um Himmels Willen. Erzähl. Das wäre ein bisschen spät, glaube ich, oder? Nö, naja. Na ja, ja. Ja, eigentlich schon, aber ist ja auch noch okay. Jo. Also, eigentlich wollte ich mal meine Geschichte erzählen und einfach mal eine unbeteiligte Meinung vom Dritten hören. Oder, ja. Weil ich denke, dass objektive Meinungen immer recht weiterhelfen. Mhm. Ich war 15 gewesen, als ich meinen damaligen Freund kennengelernt hatte. Mhm. Die Beziehung ging 7 Jahre. Was ich denke, was eine ganze Weile ist. Finde ich auch, ja. Für die erste Beziehung 7 Jahre ist nicht schon... Nicht die erste, aber die erste lange halt. Längere dann, ja. Genau. Mhm, ja. Kaputt ging sie aus verschiedenen Gründen. Also er hatte eine Ausbildung woanders angefangen, war nur noch am Wochenende da, was an sich alles in Ordnung war, aber es fing dann an halt mit Betrug, belogen, betrogen, wie auch immer. Mhm. Was aber nicht so übel sich darstellt, wie zum Beispiel in einer gestrigen Folge. Also Gewalt ist gar kein Thema gewesen und Hörigkeit ist kein Thema und alle anderen Verletzungen, wie zum Beispiel gestern, sind da überhaupt gar kein Thema gewesen. Mhm. Das einzige Thema war einfach, ich bin eine typische Jungfrau vom Sternzeichen her. Das heißt, absolut rational, ein absolut rational denkender Mensch. Ja. Überhaupt nicht auf Gefühlsebene was zulassen eigentlich. Mhm. Und das war halt der erste Mensch, den ich wirklich reingelassen habe. Ja. Und der mich dann ganz tief verletzt hat, indem er mich einfach belogen hat. Wie hat er dich belogen? Mit was? Naja, ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Unschuldsengel. Mhm. Und ich hatte damals Schluss gemacht gehabt und aus verschiedenen Gründen, weil es für mich die Beziehung damals nicht mehr so lief, wie ich sie gerne haben wollte. Und ich ein Mensch bin, der sagt, wenn eine Situation sich so darstellt, dann ändere ich sie, bevor sie mir nicht passt. Mhm. Und hat es dann damals getan und habe aber im Nachhinein gesehen, dass es ein Fehler war und wir hatten es nochmal miteinander versucht. Alles zeitlich in einem sehr engen Zeitraum. So, jetzt müssen wir mal Butter bei der Fische tun. Genau. Das ist mir jetzt alles noch zu theoretisch. Ja, geht jetzt los, die Geschichte. Was ist es? Ja, was genau ist es? Genau, er hatte... 7 Jahre, ich fasse nochmal zusammen. 7 Jahre zusammen. Ja, genau. Vom 15. Lebensjahr plus 7 Jahre. Genau. Erste wirklich ganz große, also lange Geschichte. 20. Ja, genau. Mhm. Genau. Er hat dich verlassen. Genau. Mhm. Nein, ich ihn dann, im Endeffekt. Du hast ihn verlassen. Aus einem ganz einfachen Grund, er hatte dann eine neue gehabt. Mhm. Die er nie wirklich geliebt hat, aber er kann nicht alleine sein und damals, als er in seiner Ausbildung halt einen anderen Ort hatte, ein Zeitvertreib sozusagen. Mhm. Er hatte nie wirklich viel Zeit, über die ganze Situation nachzudenken, weil er halt in der Ausbildung steckte, den Kopf voll hatte halt. Und jetzt nach 2 Jahren kommt er halt wieder an, Susi, meine große Liebe, ich liebe dich immer noch. Aha, also. Ich fasse nochmal zusammen. Ja, ja. Ihr wart so lange, wie ich gerade gesagt habe, 7 Jahre zusammen, dann genau. 2 Jahre getrennt jetzt. Genau. Und jetzt kommt er wieder an. Ja, in der Zwischenzeit war aber nie so, dass der Kontakt abgerissen war, sondern es war immer noch eine Gefühlsebene da. Ja, aber was heißt, ihr hattet also Kontakt? Ja, Gefühlsebene in dem Sinne, dass man halt, wenn man sich getroffen hat, immer über die vergangenen Zeiten immer gesprochen hat. Ja, immer, also ihr habt euch getroffen und wie oft ungefähr? Ja, immer mal wieder. Also, ja, was heißt das? Einmal im Monat? Heißt es einmal in der Woche? Ungefähr. Einmal im Monat. Genau. Hattet ihr Sex dann miteinander, wenn ihr euch getroffen habt? Jein. Zeitweise ja, zeitweise nein. Jein gibt's nicht bei der Frage. Also ja.
ab und an auch mal genau, noch Sex. Genau. Hattest du denn in dieser Zeit, in diesen 2 Jahren, auch mit irgendeine andere Beziehung? Irgendwas ja, genau, Laufen? Das ist ja das Problem eigentlich. Das Problem stellt sich mal so dar, dass ich natürlich genauso mich umorientiert hatte oder mich geschaut hatte und jetzt wieder einen festeren Freund hatte. Mhm. Betonung liegt auf hatte. Ich wollte gerade sagen, du bist nicht im Moment gebunden mehr. Genau, seit einer Stunde eigentlich nicht mehr. Ah, hat das damit zu tun, dass dein Ex dich wieder zurückhaben will? Das hat mit deiner gestrigen Sendung zu tun. Inwiefern? Na, ich habe gestern den ganzen Abend drüber nachgedacht. Ich habe gestern eine Sendung gesehen und du hattest einen Spruch gemacht, ja, bei der dritten Anruferin. Von wegen, sagen kann man viel. Die waren auch eine ganze Weile zusammen und er ist andauernd fremdgegangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, klar, sicher. Ja, und wo er jetzt auch immer ankommt und sagt, ja, ich liebe dich doch trotzdem noch. Und da hattest du gesagt, ja, naja, sagen kann man viel, er muss es doch erstmal beweisen und es soll doch Zeit dauern. Mhm. Und ich denke mir, mein Ex zeigt es mir immer wieder. Also er sagt es auch sehr eindringlich von wegen... Er zeigt es ja immer wieder und immerhin sind 2 Jahre vergangen und nach 2 Jahren sagt er es sogar immer noch. Eben drum. Mhm. So, aber jetzt muss ich dich fragen, ich muss das richtig verstehen. Ist es wirklich so, dass du jetzt diese neue Beziehung, die du angefangen hast, aufgehört hast, deshalb, weil dein Ex sich nochmal so massiv meldet? Der Grund ist es nicht. Es ist ein Katalysator gewesen. Also heute für mich, weil ich bemerkt habe, dass es nicht der Mensch ist, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Okay, dann trauern wir dem gar nicht nach. Das heißt, du hast für dich die Entscheidung getroffen. Genau. Dieses Thema ist vom Tisch quasi. Jetzt ist die Frage wiederum, gebe ich meinem Ex noch eine Chance oder nicht? Ja. Weil er hat mich damals wirklich sehr, sehr verletzt, in dem auch im Nachhinein mit dem Hinhalten, mit dem, er hat mir immer wieder gesagt, dass er mich nicht wirklich vergessen kann und nicht wirklich. Was war die schlimmste Verletzung, die er dir angetan hat damals? Das Belügen. Belügen und mich allein lassen. Was war die schlimmste Lüge, die er dir angetan hat? Dass er mir seine Gefühle, also er hat mich in der Zeit betrogen, wo er mir eigentlich noch gesagt hat, Susi, ich liebe dich über alles und lass uns eine Zukunft aufbauen. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Wie viel Mal hat er dich betrogen? Einmal, ja. Aber halt, er hat danach mit dieser Frau eine Beziehung geführt. Aber die ist jetzt vorbei. Die ist gelaufen, ja, die Beziehung war so. Einmal betrogen damals. Genau. In einer 7-jährigen Beziehung. Ja, ich weiß, du hast viel Schlimmeres erlebt. Nein, aber man muss ja immer die Kirche im Dorf lassen. Ich finde, das ist nicht schön, aber da kann man irgendwann noch sagen, okay, komm, Schwamm drüber. Er ist jetzt auch solo im Moment. Ja. Ich denke schon. Du bist solo. Er hat zu dir gesagt, ich würde gerne nochmal mit dir eine Chance haben. Ja. So wie du jetzt sprichst, und ich höre das ja auch irgendwie so im Ton deiner Stimme, magst du diesen Typ noch verdammt gerne? Ja, sicher, keine Frage. Das Problem daran besteht aber, dass wir ungefähr 400 Kilometer getrennt leben. Das ist kein Problem. Wenn man sich lieb hat, ist das kein Problem. Ja, aber dann, wenn einem Betrug vorne rangegangen ist. Ach, Susi, wie lange ist der Betrug jetzt her? 2 Jahre. Na also, es war ein Betrug. Und ihr kennt euch jetzt mittlerweile 9 Jahre schon. Ne? So kann man das sagen. Ja. Da wollen wir mal den einen Betrug mal zur Seite schieben. Über den reden wir jetzt gar nicht mehr. Lassen wir jetzt mal nach vorne gucken. Lassen wir uns nicht die Zukunft kaputt machen von einem Fehltritt in der Vergangenheit. So wie du das jetzt schilderst. Weißt du, was das Schlimme daran ist? Ja. Ich glaube, er guckt jetzt gerade zu. Und du redest ihm aus dem Herzen. Ja, ist das doch. Und ich weiß ganz genau, er wird, glaube ich, gleich vor meiner Tür stehen und sagen, Susi, siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Und Susi. Ich meine, im Endeffekt, das Problem daran ist ja, es gibt ja nun auch einen Freundeskreis und der muss ja mein ganzes Leid nun sich mit anhören und machen und tun, sich jedes Mal rechtfertigen zu müssen. Sich jedes Mal, Mensch, so schlimm ist er doch gar nicht. Mensch, ja, ich weiß, er hat Scheiße gebaut, aber so schlimm ist er ja gar nicht. Und ich finde, dass ihr beiden, so wie du das jetzt geschildert hast und so wie du mir auch jetzt erscheinst, in dem, wie du das mir erzählst, gebt euch beiden doch nochmal eine Chance, Mensch. Ihr hängt doch irgendwie aneinander. Da ist einmal mal was Mieses gelaufen in der Vergangenheit. Wie gesagt, Strich drunter. Ist egal. Guckt nach vorne. Versucht es nochmal miteinander. Was habt ihr denn zu verlieren? Oder was hast du zu verlieren, Susi? Wenn du nach einem halben, dreiviertel Jahr sagst, es geht wirklich nicht, es läuft nicht mehr. Aber dann hast du es ausprobiert. Wenn du es jetzt nicht ausprobierst, wirst du vielleicht ewig darüber nachdenken, hätte ich das vielleicht doch mal gemacht. Das ist ein guter Typ. Irgendwo liebe ich ihn schon. Ihr seid doch reifer geworden. Ihr habt doch gelernt aus dem, was vorgefallen ist in der Vergangenheit. Vielleicht ist das all das eine gute Grundlage jetzt für einen neuen Schritt, für eine neue Beziehung. Macht es. Versucht es nochmal.
Naja. Ich höre schon, wie es klingelt an deiner Tür. Naja, nicht ganz so, aber ich denke, es wird gleich. Also das ist meine Meinung. Du wolltest eine Meinung von einem Außenstehenden hören? Ja, das bringt mich auch ein bisschen weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich denke, mein tiefstes Innerste hat genau in diese Richtung tendiert. Du wolltest jetzt nochmal so einen kleinen Anstoß haben von genau, so ein um Himmels Willen, mach es nicht, wollte ich eigentlich nicht hören. Also ich fände toll, wenn einer von euch jetzt anruft, wie heißt der mit Vornamen? Alex. Wenn Alex dich jetzt anrufen würde oder du Alex anrufen würdest, das heißt, ihr seid jetzt gleich in Kontakt. Ich denke schon. Ich wünsche euch beiden alles Gute und viel, viel Glück. Danke. Tschüss, Susi. So, das war die Susi. Telefonnummer 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, ran ans Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Der nächste Anrufer, die nächste Anruferin, das ist die Anna. Und Anna ist 22. Hallo Anna. Ja. Hallo. Hallo Anna. Dein Thema. Ja, letzte Woche Montag ist mein Vater gestorben. Mhm. Und er hatte Speiseröhrenkrebs. Ja. Wie alt ist dein Vater geworden? Nur 56. Ja. Das ist sehr hart. Er ist ganz plötzlich gekommen. Wann hat man denn die Krankheit entdeckt bei ihm? Im Mai. Im Mai. Ja. Ja. Er hatte zuvor einen Schlaganfall noch gehabt. Mhm. Zum Glück nur einen leichten. Also bevor man die Krankheit entdeckt hat? Nein, noch danach. Danach. Also ja. Zusätzlich, man hatte die Diagnose Speiseröhrenkrebs und dann hat er noch einen leichten Schlaganfall. Ja, mhm. Und er sollte 2 Tage später auch ins Krankenhaus gehen, mhm, wegen dem Krebs. Mhm. Nur dann ist er vorsichtshalber schon mal eingeliefert worden. Mhm. Wegen dem Schlaganfall wusste zuerst keiner, was es war. Mhm. Dann wurde das da diagnostiziert. Mhm. Dann hatte er noch eine Lungenembolie gehabt. Der stand auch nur auf der Kippe. Mhm. Und ja, dann hat er Chemo bekommen. Und dann hat er plötzlich im Bauch geblutet, ganz stark. Ja. Da musste die Chemo abgesetzt werden. Ja. Die Ärzte gingen davon aus, wenn die Chemo weitergemacht sollte, dann wäre es wohl so gekommen, dass die Blutung nochmal gekommen wäre. Mhm. Weil die Ärzte wohl davon ausgegangen sind, dass der Tumor dort geplatzt ist. Und ja, also dann war er. Hm? Also dein Vater, ich höre schon, hat eine sehr, sehr schwere Leidenszeit hinter sich bringen müssen. Ja, ja, auch für meine Familie. Ich habe noch eine 10-jährige Schwester. Und das heißt, am Montag ist er verstorben, letzte Woche Montag. Ja. Mhm. War das dann für euch überraschend oder war es dann doch abzusehen, haben euch die Ärzte darauf vorbereitet, dass er es nicht mehr schaffen wird? Ja, bei mir weiß ich das nicht. Also meine Mutter, die sagt mir kaum was oder hat mir kaum was gesagt, weil sie mich nicht beunruhigen wollte, denke ich mal. Mhm. Und meine Mutter sagte zu mir, dass es ziemlich überraschend war. Mhm. Denn erst letzten Montagmorgen früh ins Krankenhaus geliefert worden. Er hatte im ganzen Körper Wasser, auch in der Lunge. Also er war zwischenzeitlich wieder nach Hause gekommen, nach den ganzen Vorfällen, die du gerade geschildert hast. Mhm. Und am Montag wieder ins Krankenhaus. Ja. Und ist dann, an was ist er dann an dem Montag letztendlich verstorben? Das Herz war zu schwach. Mhm. Hast du ihn dann im Krankenhaus noch gesehen? Nein, habe ich nicht. Mhm. Ich hatte ihn Sonntag vor einer Woche gesehen, mhm, also vor 2 Wochen sozusagen. Ja. Wohnt ihr nicht zusammen in einer Stadt, in einem Ort? Doch, wir wohnen zusammen in einem Ort, sogar nur auch eine Straße auseinander entfernt. Nur es ging ihm sehr schlecht. Ich wollte ihn nicht irgendwie auf den Nerven fallen, mhm, sozusagen. Die Lütte war dann auch zu Hause, wollte ihren Papa für sich auch alleine haben. Das heißt, wenn ich es richtig rechne, hattest du deinen Vater dann eine Woche vor seinem Tod nicht mehr gesehen? Genau, er ist dann den Montag ins Krankenhaus gekommen. Ja. Donnerstag stand das auf der Kippe, ob er nach Hause kommt, mhm, weil er sehr schlicht Luft bekommen hatte. Anna, wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, mein Verhältnis zu ihm war nicht so gut. Warum? Ja, ich muss dann noch sagen, er war früher Alkoholiker, mhm,
hatte mich und meine Mutter geschlagen. Mhm. Das hatte ich ihnen verübelt. Ja. Und dann ist er trocken geworden. Und ja, bei dem war das Verhältnis dann auch gespalten. Ich bin deswegen auch von zu Hause ausgezogen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, seitdem ich alleine wohne, nicht mehr zu Hause wohne, ist das ein bisschen besser geworden, das Verhältnis. Mhm. Hast du denn mal mit ihm über die Vergangenheit und über das, was du kritisierst an ihm, hast du mit ihm darüber mal sprechen können noch? Nein, nie. Das nicht? Nee, ich mochte es auch nicht so ansprechen. Mhm. Nun ist der Vater gestorben, im Alter von 56 Jahren. Du hattest kein gutes Verhältnis zu ihm, obwohl es sich so ein bisschen verbessert hat am Ende. Mhm. Nun ist es natürlich immer ganz schlimm, wenn man einen Elternteil verliert. Dennoch jetzt mit der Erinnerung, dass auch vieles schlimm war mit dem Vater oder durch den Vater. Wie ist jetzt dein Gefühl? Ist das Gefühl reine Trauer oder ist es doch überschattet davon, dass du denkst, ich hätte mit dem noch mehr reden müssen? Erzähl mal, wie du empfindest im Moment. Beides. Also ich vermisse ihn sehr stark. Ich hätte nie gedacht, dass er mir so fehlen würde. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Adoptivkind. Mhm. Mhm. Als meine kleine Schwester geboren wurde, da habe ich mich ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Ja. Das war aber zudem nicht so. Und ich war auch immer sehr eifersüchtig auf meine Schwester, weil sie ein besseres Verhältnis zu meinem Vater hatte als ich. Mhm. Meine Schwester, die hatte immer getrauert, wenn er im Krankenhaus war, hatte auch immer geweint nachts im Schlaf, wo ist mein Vater, ich möchte ihn wieder zurück und so. Ne? Es hat letzte Woche die Beerdigung stattgefunden. Gestern. Gestern. Am Montag, ja. Am Montag. Wie hast du das verkraftet? Wie hast du das erlebt? Es war wie ein Film. Also mir ging es, die Nacht davor habe ich sehr schlecht geschlafen. Mhm. Und mir ging es sehr schlecht, habe dann den Sarg gesehen. Ich wäre am liebsten hingegangen, hätte gesagt, das kannst du mir nicht antun, oder das kannst du uns nicht antun. Lena ist noch so klein, meine kleine Schwester. Wie alt ist die Schwester? 10. 10. Mhm. Ja. Und ja, die hat das auch nicht so richtig realisieren können. Hast du deinen Vater nochmal gesehen beim Bestatter oder in der Leichenhalle? Hat man den Sarg nochmal aufgemacht? Nein. Meine Mutter hat ihn noch im Krankenhaus gesehen. Ich wollte ihn gerne sehen, konnte ich aber nicht. Meine Mutter sagte, ich soll ihn so in Erinnerung behalten, wie er war. Machst du dir jetzt irgendwie Vorwürfe, dass du nicht genügend versucht hast, mit ihm zu reden, vielleicht in der letzten Zeit? Ja, das mache ich mir ganz doll. Mhm. Ich habe auch einen Freund und er unterstützt mich auch sehr schön dabei. Er sagte auch, ich sollte mal zu ihm hingehen, ihn noch mal sehen. Nur meine Mutter wollte das halt nicht. Mhm. Ne? Kann ich dann auch verstehen. Du hast gerade gesagt, dass du mit deiner Mutter kaum drüber sprechen kannst. Deine Mutter ist sehr zurückgezogen. Ja, sie zieht sich ein bisschen weiter zurück. Sie trauert dann auf ihre Art. Mhm. Und gut, wir trösten uns gegenseitig. Ich habe ihr gesagt, wenn sie mich braucht, sie soll mich anrufen. Ich bin immer für sie da. Mhm. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man das ist ein schönes Angebot. Wenn man jemand sagt, ich bin immer für dich da. Aber ich glaube, dass man oft, wenn man trauert, auch froh ist, wenn einfach jemand von außen eigeninitiativ auf einen zukommt. Das heißt, man geht ruhig hin, auch wenn der andere nicht gerufen hat. Und das ist schön und das tut gut. Und euch beiden wird es gut tun, weil deine Mutter wird sprechen wollen und du wirst auch sprechen wollen. Ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter gut? Ja, ist sehr gut. Das heißt also, letztendlich kannst du ihr schon dein Herz auch ausschütten und kannst zum Beispiel auch das sagen, dass, was du mir gerade gesagt hast, ich hätte mehr mit dem Vater reden sollen und es ist doch vieles jetzt ungesagt geblieben. Das heißt, du kannst mit ihr viel eingehend darüber sprechen. Das würde ich dir auch dringend empfehlen. Geht euch nicht zu sehr aus dem Weg. Geht zueinander und sagt es euch, wenn euch das Herz schwer ist. Ich glaube, dass das gut ist und euch gut tut. Mhm. Du hast einen Partner, hast du gerade gesagt? Ja. Geht es mit dem auch, dass du ein Gespräch führen kannst? Das machen wir jeden Tag. Mhm. Jeden Tag sprechen wir.
Und das tut mir auch sehr gut. Ich habe ihm auch erst gesagt, dass ich froh bin, ihn zu haben, dass er das Beste ist, was mir jemals passieren konnte. Ich weiß nicht, ohne ihn würde ich das wahrscheinlich alles nicht durchstehen. Also, ich finde, dass es schon mal ganz gut ist, dass du jemanden hast, dass dein Freund da ist und dass du mit deiner Mutter sprechen kannst. Ich würde dir gerne jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, um vielleicht noch ein bisschen der Frage nachzugehen, wie wird man damit fertig, ein Gefühl zu haben, ich habe da was versäumt. Und das kann man ja jetzt eigentlich gar nicht so, wie man sich das vorstellt, nachholen. Das geht ja nicht. Nee. Und sicher gibt es da so einige psychologische Strategien, wie man das auch im Trauerfall dann schafft und wie man damit zurechtkommt. Das heißt, du legst auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, dann kannst du der Heide gleich deine Adresse sagen und dann schicken wir dir eins. Okay. Danke. Alles Liebe und alles Gute, Anna. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 40. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Thorsten. Erstmal einen schönen guten Morgen. Ja. Und dann ein dickes Lob an dich und dein Team für die gute Sendung. Dankeschön, das freut mich sehr. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe auch riesen Probleme, auch riesen Blödsinn-Gebausch. Ich bin 40 Jahre, hast du ja gerade schon gesagt, und bin verheiratet. Ja. Seit 4 Jahren, aber 7 Jahre in der Beziehung. Wie, da bin ich wieder, seit 4 Jahren verheiratet? Und 7 Jahre in der Beziehung. 7 Jahre in der Beziehung, ja. Und ich habe aber vorher schon mal Beziehungen gehabt zu Männern. 4 waren Nightstands. Ja. Sonst immer mehrere Beziehungen zu Frauen über längere Jahre. Ja. Und jetzt habe ich am Sonntag in der Zeitung geblättert und bin zufällig auf eine Kontaktanzeige gestoßen von einem Jungen. Zufällig? Zufällig, ja. Ich habe durchgeguckt. Ja, ich stand in der Kontaktanzeige und dann habe ich da drauf geguckt und da habe ich dann natürlich angerufen am Montagmorgen. Bevor wir das vertiefen, will ich eben noch wissen, ob ihr Kinder habt. Nein. Nein, keine Kinder. Nein. Und vor dieser Beziehung mit deiner Frau nur so ein paar One-Night-Stands mit Jungs, mit Männern gehabt? 4, ja, zwischendurch. Nicht nur von meiner Frau, also ich habe ja zwischendurch auch Frauen gehabt. Also über längere Zeit über Frauen, so 50 Jahre. Entschuldigung, ich krieg's von der Akustik nicht so genau mit. Diese 4 Sachen mit den Männern. War das während der Zeit? Nein. Vor der Zeit? Bin ich treu, also. Okay, alles klar, dann habe ich es doch richtig verstanden, ja. So, jetzt hast du in der Zeitung eine Kontaktanzeige gesehen von einem Burschen. Richtig, am Sonntag. Ja, und? Und dann habe ich da angerufen. Und der hat mich auch am Sonntagabend zurückgerufen. Ja. Und wir haben uns am Montagmorgen getroffen. Ja, wo? Bei mir zu Hause. Und wo ist deine Frau gewesen? Die ist weg, die ist auf Kegeltour für 7 Tage. Ach so. So, es kam am Montagmorgen ein wildfremder Mann, wie alt? 25. 25, zu dir nach Hause, zu euch nach Hause, in eure Wohnung. Ja, in meiner Wohnung, ja, unsere Wohnung, ja. Und dann? Ja, haben uns unterhalten und so weiter, sind auf einer Wellenlänge, haben uns lange unterhalten. Mhm. Auch so passt alles von den Hobbys her und so weiter. Mhm. Ja, und anschließend sind wir mitgelandet. Hätte ich es beinahe vermutet, dass ihr nicht nur Kaffee getrunken habt. Haben wir auch, aber... Habt ihr auch, ist mir wieder natürlich, ja. So, das war gestern. Das war gestern. Und nu? Ja, nu, jetzt hat er sich gestern zwar zu mir gesagt, also wir treffen uns so wie heute wieder. Mhm. Jetzt arbeitet er aber als Rettungssanitäter bei der Feuerwehr. Mhm. Und rief mich heute Morgen um 10:10 ein, er hätte einen Einsatz, was ich auch glaube. Mhm. Aber er wollte mich damit anrufen und wir wollten uns am Wehr treffen. Hat auch gesagt, beim Telefonat, er freut sich schön auf das Treffen heute Abend. Mhm. War aber nicht. Mhm. Jetzt wird er mich morgen wieder anrufen. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Du wirst morgen wieder anrufen. Er wird dich morgen wieder anrufen. Ja gut, jetzt haben wir, da vermischen sich ja mehrere Themen. Einmal jetzt, wie geht das weiter mit dem 25-jährigen Mann? Ja. Und was ist mit deiner Frau? Du bist ja jetzt deiner Frau fremdgegangen. Richtig. Ob mit Männern oder Weiblein, ist erstmal egal. Ja. Also wenn ich das gestehen würde, wäre vorbei, das weiß ich. Weil wir haben öfters in der Sendung geguckt und dann, wenn solche Themen mal auch kamen, in der Art, dann hieß es gleich, also wäre Schluss. Sofort. Ohne Wenn und Aber. Du hast ja jetzt so viele Jahre keinen Kontakt zu Männern gehabt. Wie kam das, dass es nun gerade jetzt wieder so... Ich weiß nicht, irgendwo kam auch das Gefühl und der Wunsch danach. Ich weiß nicht, woran es lag. Weil mit meiner Frau, wir sind zwar 4 Jahre heiratet, die ersten 3 Jahre liefen super, dieses Jahr wird schon schlechter. Wir haben einmal im Monat Sex. Mhm. Hat aber auch mit vielen Krankheiten zu tun. Sie hat auch im Krankenhaus gelegen. Ja. Wenn ihr einmal im Monat Sex habt, ist dieser Sex für dich gut? Ist der befriedigend? Oder ist es eher doch eine Routinenummer oder 0815? Ich
kommt zwar zum Orgasmus, aber das ist nicht das, was ich mir wünsche. Also eigentlich ein unbefriedigender Sex. Ja. Ja. Und da war dein Bedürfnis stärker nach einem Mann, fremdzugehen mit einem Mann, als denn fremdzugehen mit einer Frau. Ja. Aber trotzdem liebe ich meine Frau über alles. Ja, das ist immer das Problem. Das ist das Problem. Jetzt höre ich daraus, dass du eigentlich ganz gerne den Kontakt weiter hättest mit diesem 25-jährigen jungen Mann. Wenn, ja, ich weiß ja nicht, wie es bei mir ausgeht. Er hat mir dann Zeigen und der hat auch mehrere Antworten gekriegt. Ich weiß ja nicht, ob er heute wirklich den Einsatz hatte oder ob das alles nur wieder Vorwände sind. Okay, aber egal, ob es jetzt der ist, aber du hättest auf jeden Fall gern jetzt weiter einen schwulen Kontakt. Den Kontakt, den ich jetzt habe, ja. Den, aber wenn der jetzt nicht funktioniert, suchst du dir einen anderen? Nein. Nein? Nein. Das nicht? Nein, da habe ich auch schon von vornherein gesagt, das tue ich nicht. Das weiß ich von vornherein. Ich hatte warum? Jetzt warum? Du kannst ja, ich weiß, die wollen es nicht. Das verstehe ich nicht. Du bist, ich verstehe erstmal so, dass du ein sexuelles Defizit hast. Ja. Ne, da läuft eine ganze Menge schief in eurer Ehe. Oder es läuft nicht mehr so, wie du das wünschst. Ja. Du bist scharf auf einen Mann. Jetzt hast du einmal einen gehabt, den du gar nicht großartig kennst. Du hast einmal mit dem was gehabt. Wenn der jetzt nicht mehr will, verstehe ich nicht, dass du ganz radikal sagst, nein, dann nie wieder einen anderen. Ja gut, das will ich nicht sagen. Oder die nächste Zeit keinen anderen. Nicht in der Beziehung, die ich mit meiner Frau führe, weil normalerweise gehe ich nicht von. Das war jetzt ein, was will ich sagen, einmal ja Ausrutscher. Nur würde er jetzt wiederkommen, ich glaube, es wird wieder passieren. Ja, und ich prognostiziere, wenn der nicht wiederkommt, in 2, 3, 4 Wochen oder ein paar Monaten suchst du dir einen anderen, weil du einfach unzufrieden bist und gefrustet bist. So, was machen wir denn da jetzt? Deine Frau kommt von der Kegeltour war das, ne? Kegeltour, ja. Kegeltour wieder. Du bist jetzt einmal fremdgegangen, vielleicht meldet sich der Bursche wieder und dann gehst du noch zweimal und dann entsteht da eine Beziehung, vielleicht nur eine sexuelle Beziehung, aber ist ja egal. Wie ist das vereinbar, wie stellst du dir das vor mit deiner Ehe? Tja, das ist das Problem, was ich habe. Mhm. Ja, das, ich meine, auf Dauer ist es, ich meine, viele Menschen leben auf Dauer so. Ich finde es fürchterlich, wenn das so ist. Es leben sehr viele so, ich finde es schlimm, dass es so ist. Es ist ja keine Lösung, das so parallel ein Doppelleben zu führen. Aber was macht, was ist das Richtige für dich? Du willst deine Frau nicht verlieren. Richtig. Du willst ihr auch nicht die Wahrheit sagen. Nein. Weil ich dann weiter habe ich sie ja verloren. Mhm. Bist du ganz sicher? Ganz sicher. Mhm. Habt ihr denn überhaupt mal darüber gesprochen, dass die Sexualität nicht mehr so zufriedenstellend ist, wie sie sein sollte? Nee, für sie ist das alles normal. Hast du es denn mal zu ihr gesagt, dass du nicht mehr so zufrieden bist? Ja, das weiß ich auch, ja. Und das nimmt man so dahin und man verdrängt das, oder wie? Ja, ich nehme es so dahin, weil sie glaubt, jedes Mal, wenn sie mit mir schläft, wird sie gleich schwanger. Also ich glaube, sonst wird sie auch nicht mit mir schlafen, ich will unbedingt ein Kind. Mhm. Das heißt, wir möchten ja eigentlich. Aber das sind ja keine Zustände, Thorsten, auf Dauer. Ja, auf Dauer nicht, das nee. Will ich auch ein. Ja gut, aber dann muss man ja jetzt auch darüber nachdenken, was kann man tun? Wie verhält man sich? Ihr redet nicht richtig miteinander. Sie weiß, dass du unzufrieden bist, aber du führst es noch nicht weiter aus. Sie weiß gar nicht, vielleicht, sie ahnt gar nicht den Druck, der in dir herrscht. Sie weiß aber, dass du damals mal mit Männern was hattest. Nein. Das weiß sie auch nicht. Nein, das weiß überhaupt keiner. Ah. Das ist also überall tabu gewesen. Also ganz geheim. Ganz strenge Geheimnis. Ja, ganz geheim. Richtig. Meine Mutter war die Einzige, die ein bisschen was ahnte, aber sonst keiner. Also die Situation ist schon vertrackt. Das ist mir schon klar. Aber die Situation ist wirklich auch sehr unangenehm, weil sie wirklich so verknotet, verlogen ist. Richtig. Deswegen habe ich auch ein ganz dickes, schlechtes Gewissen, wenn der Sonntag kommt. Ja. Auch wenn du jetzt sagen würdest, nein, ich mache gar nichts mehr, ist das ja auch noch erstmal keine wirkliche Lösung des Problems. Ich glaube, wenn das wirklich so wäre, dass ich jetzt voll drauf abfahre, dann wäre ja wohl nur der einzigste Weg, weil ich ja diesen Druck auch habe, die Scheidung. Aber du willst jetzt mit Netz und doppeltem Boden arbeiten. Erst in dem Moment, wo du voll drauf abfährst, wenn das richtig funktionieren würde mit dem Typ, dann fängst du an und redest über Scheidung. Ich finde, man sollte anders rangehen. Das ist ehrlicher, das ist korrekter. Ich finde, dass das Problem muss aufgezäumt werden in und an eurer Ehe. Die ist nämlich nicht mehr in Ordnung, wie ich das empfinde, wie du es mir geschildert hast. Du schätzt deine Frau, so habe ich den Eindruck, würdest du sagen, dass du sie noch liebst? Alles, ja. Ja, aber durchaus wie eine Freundin vielleicht. Du kannst mir nicht erzählen, ich liebe sie über alles. Und wenn du mir 3 Sätze vorher gesagt hast, also wenn das mit dem Typ richtig in die Gänge käme, dann würde ich die Scheidung einreichen. Dann kann das ja so doll mit der Liebe auch nicht sein. Die Liebe ist
da, aber das Sexleben ist nicht in Ordnung. Ja. Also sag ich, das meine ich ja. Es ist eine Freundschaftsliebe. Es ist vielleicht eine Bruder-Schwester-Beziehung oder wie immer man es auch nennen mag. Ja, gut, kann man davon ausgehen. Ja, also ich finde, dass ihr beide über eure Beziehung nachdenken solltet. Dass ihr beide eine Klärung finden solltet, was das mit euch beiden ist. Und vielleicht läuft es darauf hinaus, dass ihr euch trennt, aber in Freundschaft trennt und dass du deinen eigenen Weg gehen kannst. Also waren sie beide auf dem Tisch? Bitte? Die Beine auf dem Tisch? Die Beine auf dem Tisch? Die Wahrheit? Die Wahrheit auf dem Tisch. Ja, du musst es ja nicht direkt... Es geht erst in erster Linie mal darum, dass du sagst, dass du unzufrieden bist. Und dann kommt das Ganze schon in die Gänge. Ja, gut. Müsste man versuchen. Und wenn du das... Ich rate das ja oft, weil ich glaube, dass das ein ganz guter Trick ist, auch wie man als Paar mit einer solchen unzufriedenen, unbefriedigenden Situation zurechtkommt. Geht dann doch mal ein, zweimal zu einer Beratung. Da ist dann jemand dabei, ein neutraler Mensch, der euch ein bisschen zueinander führt. Ich hatte das mal besprochen mit einem Psychologen, aber der konnte mir auch nicht viel weiterhelfen in der Sache, obwohl ich 2 Jahre in Therapie war. Ja. Also ich schlag mal vor, ich lasse dir mal durch meine Psychologin eine Anlaufstelle, noch eine Paarberatungsstelle geben. Mhm. Und dann kannst du es überlegen, ob du es deiner Frau vorschlägst. Aber du musst reden, du musst jetzt etwas in die Gänge bringen. Du musst es auf den Tisch legen, dass du unzufrieden bist. Ja. Und wenn du auch noch beichtest, was jetzt passiert ist, dann wird natürlich ganz viel in Bewegung geraten. Mhm. Aber fang erstmal damit an, dass du sagst, ich bin unzufrieden in der Beziehung. Mhm. So, jetzt legst du auf, wir rufen Moment, dich an. Moment, noch 2 Anmerkungen zu deiner Sendung. Ja. Einmal hätte ich mal wieder gern einen Berühmten bei dir. Ja. Und ein Autogramm hätte ich gern. Ja. Autogramm Christi, den Berühmten, kommt vielleicht auch demnächst, in einigen Wochen. Ja? Alles Weitere erfahrt ihr dann noch oder erfährst du auch. Okay? Ja, danke nochmal für alles. Thorsten, du legst auf, wir rufen zurück. Gut, danke. Tschüss. Einen Berühmten. Lustig. Daniela, 23 Jahre alt. Hallo. Hallo, Daniela. Dein Thema. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, mein Thema, also ich bin Callcenter Agent von Beruf. Callcenter Agent. Ja. Wir erklären erstmal auf gut Deutsch. Was ist das? Also ich arbeite in der Erotikbranche, aber übers Telefon. Ja, aber eine Telefonsexanbieterin. Genau. Du machst knallharten Sex am Telefon. Ja, knallhart. Du sitzt am Telefon und machst die Jungs heiß. Ja. Und hältst die so lange wie möglich in der Leitung, damit richtig Kohle rüber sprudelt. Ja, genau. Ne? Ja, also das haben wir jetzt verstanden. Wie lange machst du das schon? Insgesamt jetzt 5 Jahre. Oh, das ist lang. Ja, doch. 5 als Hauptjob? Ja. Von zu Hause aus? Ja. Als Hauptjob? Ja. Also jetzt, also 2 Jahre im normalen Callcenter, also jetzt so lose verkauft, aber 3 Jahre in der Erotikbranche. Ach so, 3 Jahre in der Erotikbranche. Ja. Aber das, davon lebst du? Mhm. Wie viel kriegt man da im Monat rum? Es kommt auf die Stunden zusammen, auf die Stunden und auf den Minutenschnitt. Ist mir klar. So im Durchschnitt, wie viel hast du an Lohn im Monat? Mit den ganzen Abzügen so 1.500, 1.800 Euro. Ich dachte ja schon 15.000, 18.000 Euro. Nee. Dann würde sich das lohnen, ne? Ja, doch. 15.000, 1.800 Euro ja, netto. Ja. Ja. Okay. Soweit, so gut. Aber du hast mich angerufen. Warum? Genau, und zwar folgendes Problem. Ich hatte vor circa 2 Wochen einen Anrufer. Der ist auch bei unserer Firma Stammkunde gewesen, muss ich dazu sagen. Mhm. Und der hat total perverse Fantasien. Und ja, das bereitet mir schlaflose Nächte. Was sind das für perverse Fantasien? Also er hat mir erzählt, also wenn er sich jetzt mit mir treffen würde, also er würde mich in ein Waldstück verschleppen. Mhm. Mich vergewaltigen und anschließend umbringen. Mhm. Und es war halt so, ich habe so getan, klar, ich habe nur an die Kohle gedacht, ne? Ja, wie reagiert man dann als Callfrau darauf? Hast du das mitgespielt? Ich habe das Spiel eine komplette Stunde mitgespielt. Eine ganze Stunde? Diese perverse Fantasie hat ihn regelrecht aufgegeilt. Ja. Die Vorstellung... Er verschleppt dich in den Wald, er vergewaltigt dich, er bringt dich um. Ja, jetzt kommt aber der Hammer noch dazu. Also er hat gesagt, er
Es ist sein größter Wunsch, das auszuführen, aber er hat es momentan nur bis zur Vergewaltigung gebracht. Mhm. Das heißt, du hast da mit einem Straftäter zu tun gehabt? Ja, genau. Mhm. Und so wie du ihn jetzt kennengelernt hast, hast du ernsthafte Sorge, dass der auch noch weitergeht? Ja. Und glaubst du ihm oder hältst du es für möglich, dass es einfach ein Verrückter ist, ein Aufschneider, der sich in eine Fantasie hineinbegibt, aber letztendlich ein ganz harmloser Typ ist? Nee, ich glaube es ihm. Und zwar aus diesem Grund, also er hat täglich 4-5 Stunden bei uns in der Firma angerufen, mit verschiedenen Frauen telefoniert. Mhm. Und wir haben auch 2-mal in der Woche Besprechung übers Telefon. Mhm. Was heißt Besprechung übers Telefon? Ja, wir reden halt über die Anrufer. Achso, ihr Mädels. Mhm. Die ihr ja alle von zu Hause aus arbeitet. Und Dann gibt es quasi mal so eine Konferenz nach dem Motto, das ist bei mir vorgefallen, der war bei mir und so weiter. Wie reagiert man? Verstehe. Genau. Mhm. Ja. Und es war so, also uns ist halt dann aufgefallen, wo er mit mir, also mit mir hat er zuletzt das Gespräch geführt und mir hat er das auch gesagt. Mhm. Und von dem Moment an, er hat nicht mehr angerufen. Bei keiner anderen Frau auch nicht? Nee, bei keiner anderen Frau. Jetzt kommt mir natürlich gleich in den Sinn, eigentlich müsstet ihr, oder seid ihr verpflichtet, die Polizei zu benachrichtigen? Ja, sicher. Ich meine, ich bin auch schon bei der Polizei gewesen, aber du kannst nicht mehr machen, als Anzeige gegen anonym erstatten. Natürlich, ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Kann man diese Nummern, ja, man kann die Nummer natürlich überprüfen, die ja bei euch ankommen. Ne? Oder? Man könnte die Nummer überprüfen, ja, aber wenn er mit unterdrückter Rufnummer anruft, dann hast du keine Chance. Ja, aber ich vermute mal, dass die Polizei, wenn wirklich dringender Tatverdacht herrscht, dass die dann auch da rankommen können. Habt ihr Anzeigen gegen Unbekannt erstattet? Also ich habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ja, und wie hat die Polizei reagiert? Haben die gesagt, was die jetzt machen werden? Also die Polizei hat den Fall aufgenommen, die hat auch zu mir gesagt, sollte der Anrufer nochmal anrufen, soll ich halt irgendwie versuchen, seine Rufnummer rauszubekommen, dass ich mich, keine Ahnung, mit ihm treffen will oder sonstige Sachen. Ehrlich, das haben die vorgeschlagen? Das ist ja lebensgefährlich für dich. Also die Telefonnummer auszukriegen, okay, aber die haben vorgeschlagen, dass du dich mit ihm treffen sollst? Nee, ich soll das zu ihm sagen. Ach, du sollst es zu ihm sagen. Ich verstehe. Dass der die Rufnummer rausbringt. Mhm. Aber es kam kein Anruf. Jetzt ist das Problem, also ich kann seit vier Tagen, ich habe Angst beim Schlafen. Ne? Mhm. Aber dieser Mann weiß definitiv nicht, wer du bist und weiß auch nicht, wo du wohnst. Nee, weil das ist das Gute. Also wir haben von der Firma her, es hat jede Frau einen Pseudonym-Namen. Ja, das ist völlig anonym. Du brauchst also... Das ist jetzt so ein seelischer Schock. Also eine wirklich real begründete Angst musst du nicht haben. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Nun machst du das doch schon 3 Jahre, was ja doch schon eine ganze Zeit ist. Ist das das Schlimmste, was dir bisher in diesem Telefonsex-Gewerbe widerfahren ist? Nee, es ist nicht das Schlimmste, aber es ist halt jetzt... Gibt es noch eine Steigerung? Es gibt noch eine Steigerung, ja. Nämlich? Das war vor 2 Jahren. Ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig. Was heißt das, selbstständig? Ich habe das über meine eigene Rufnummer gemacht. Ach so. Ich habe geworben im Happy Weekend und weiß da gar was noch. Ja. Und da hat halt jemand rausgefunden, wo ich wohne. Ja. Naja, und da hatte ich Terror pur zu Hause. Und bist bedroht worden? Ich bin bedroht worden, ja. Aber es lagen tote Tiere vor der Tür und... Mhm. Aber es ist Gott sei Dank gut gegangen. Es ist gut gegangen, ja. Ich bin auch umgezogen und... Mensch, Daniela, wenn ich so etwas höre, du hast das damals schon mitgemacht und jetzt ist es, wenn auch nur in Anführungszeichen, eine schwere seelische Belastung. Warum gehst du aus diesem Gewerbe nicht raus? Ist doch eine berechtigte Frage, oder? Ja, klar, ist das eine berechtigte Frage. Also ich weiß, dass ich das drauf habe. Weißt du, ich meine, ich habe Köchin gelernt. Guter Beruf. Ich habe den Beruf 7 Jahre gemacht.
Und naja, bin halt irgendwie auf den Geschmack gekommen. Ich habe rausgefunden, ich kann die Männer mit meiner Stimme verrückt machen. Ist mir völlig klar, dass da Erfolgserlebnisse hinterstecken, dass es vielleicht auch relativ leicht verdientes Geld ist. Genau, es geht um die Kohle. Es geht absolut nur um die Kohle. Ne? Aber was nutzt denn alle Kohle der Welt, wenn man solchen Belastungen ausgesetzt ist oder gar solchen Ängsten, wie du sie gerade geschildert hast? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es irgendwie der Reiz. Aber wenn du dir schon sagst, du kannst nicht schlafen, deshalb, ist das ja nicht leicht vom Tisch zu wischen. Hat das ja ich schon habe auch gestern schon versucht, dich vergeblich zu erreichen. Mhm. Weil ich war auch wegen dem Fall auch schon beim Psychologen. Weil jetzt ganz einfach, ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten. Ich habe mich nicht mehr auf die Straße getraut, gar nichts mehr. Ja. Was hat also meine Nachbarin hat gesagt, hey, was ist los mit dir? Ja. Jetzt ist natürlich das Problem. Was soll ich dir jetzt sagen? Ein Psychologen, ja. Ne? Nein, ich ganz im Ernst. Natürlich kann ich hier gleich auch nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Aber ich finde, dass man das Pferd wirklich von der richtigen Seite aufzäunen sollte. Mich macht stutzig einfach oder mich beängstigt, wie du das jetzt so schilderst, wie sehr diese Sachen an dich herankommen. Und das sagt mir ganz einfach, aufgrund des Gespräches, was wir bisher geführt haben, dass du mir da nichts Gutes tust. Und was bedeutet das wiederum? Das bedeutet, dass du da irgendwie raus musst. Jetzt ist es dieser Fall. Irgendwann hast du vielleicht irgendeinen Perversen, der sagt, du sollst ein Kind spielen. Kann ja auch sein. Ja, aber Jürgen, ich weiß nicht, das ist wie eine Sucht. Ja. Wie andere, was weiß ich, die ja, aber auch stundenlang vorm PC hängen im Internet. Okay, okay. Das ist mir auch klar, dass das vielleicht dann alles nicht so ganz einfach geht. Aber auch einer Sucht muss man sich nicht ergeben, indem man sagt, ja, es ist eine Sucht und ich kann nichts machen. Man kann auch sehr viel gegen Süchte machen. Man kann das auch versuchen und es gibt zahllose Hunderttausende von Beispielen, wo Menschen das schaffen. Welche Sucht es auch immer ist. Das sage ich den Huren auch immer, wenn ich mit Huren rede. Es gibt Huren, die das mit links machen. Die sagen, das ist mein Job und ich kann da cool mit umgehen. Okay, akzeptiert, finde ich in Ordnung. Aber es gibt immer wieder Mädels, und denen sage ich das dann auch, die das zu nah an sich heranlassen, die irgendwie seelisch leiden oder seelischen Schaden davon tragen. Und das tust du jetzt im Moment auch. Und dann sage ich immer ganz rigoros, dann mach was anderes. Pfeif auf die Kohle. Und du hast sogar einen guten Job, du hast eine Ausbildung. Du bist ausgebildete Köchin. Das ist vielleicht ein ganz anderes Leben, ich weiß. Das musst du mir nicht alles jetzt erklären. Es wird dann alles ganz anders werden. Aber vielleicht fühlst du dich einfach besser. Vielleicht geht es dir dann gut wieder. Und darum geht es doch. Ja. Das ist meine Meinung dann, Daniela. Nee, deshalb habe ich ja angerufen, ja. Weil ich eigentlich... Ja. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann finde ich ja... Ich meine, wenn du von dir aus initiativ schon zu einem Psychologen gehst, verdeutlicht mir das ja noch mehr, wie sehr das an dich herangekommen ist und wie sehr der Leidensdruck ist. Wenn du das alleine nicht schaffst, dann hol dir professionelle Hilfe. Jetzt biete ich dir erstmal ein Gespräch noch mit meiner Psychologin an. Das wäre lieb. Ja, das ist die Heide heute Nacht. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja, ich dir auch. Von ganzem Herzen, Daniela. Du legst noch was, Domian. Ja. Der Elch da in der Ecke. Ja, der hier, der Kleine. Nee. Der Weiße, das ist ein Hirsch, ja. Ja, oder nicht? Ja. Ich hätte einen für dich. Nein! Doch! Ehrlich, ich bin auf der Suche nach so einem weißen Hirsch, weil die Zacken, hier muss ich ihn zeigen, die Zacken da schon rausgebrochen sind. Ja. Das ist ein weißer Porzellanhirsch, so einen hast du. Aber der wäre nochmal so groß, also. Ja, dann ist ein Stück dann sprengt das hier unser Fernsehbild. Sehr nettes Angebot von dir, aber ich glaube, das ist zu groß dann. Meinst du? Aber ich kann einen kleinen besorgen, wenn du einen willst. Würde ich mich tierisch freuen. Ja, okay. Wirklich, tierisch würde ich mich freuen. Sollte ich das schaffen, muss ich mich da hinwenden? Schick's einfach an den WDR-Redaktion Domian nach Köln und dann kriegen wir das schon. Gut. Das wäre super. Aber im Gegenzug will ich ein Autogramm. Aber hallo, das Schönste kriegst du von mir. Du legst auf und wir rufen nochmal an. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wir hatten ja gestern ein Thema hier in der Sendung, wie geht man gegen Lampenfieber vor? Ne?
hatten wir einen Anrufer, der gesagt hat, dass er wahnsinnig unter Lampenfieber leidet. Und ich habe auch keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man dagegen angehen sollte. Und meine Psychologin im Nachgespräch, wir führen ja nach der Sendung immer noch ein Gespräch hier in der Redaktion, und die sagte, es gibt da einen Trick, nämlich, ich habe es mir extra aufgeschrieben, die sogenannte progressive Muskelrelaxation. Damit kann man Lampenfieber loswerden, meint sie. Und es gab noch ein paar Mails, die sagten, das beste Mittel gegen Lampenfieber ist, man möge sich das Publikum, vor dem man auftritt, oder vielleicht die Prüfungskommission, vor der man auftritt, nackt vorstellen. Splitterfasernackt, und dann sei das Lampenfieber weg. Also das würde bei mir nicht funktionieren, aber vielleicht ist das ein Trick. Sascha, 26 Jahre alt, hallo. Hallo. Hallo Sascha, guten Morgen. Hallo Julian. Was ist dein Thema? Wollte ich was zum Lampenfieber sagen. Ja. Da hatte ich auch so persönliche Auftritte und muss sagen, Konfrontation ist immer noch das Beste. Mensch, die Leitung ist sehr schlecht. Konfrontation? Konfrontation? Ja, also dass man einfach sagt, ich mach's jetzt. Ja, meine These. Sich dem aussetzen, genau. Ja, also und das Publikum nackt vorstellen, das habe ich auch schon mal gemacht und das kommt eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das meine. Wenn ich das Lampenfieber, ich habe kein Lampenfieber mehr vor dieser Sendung hier, aber wenn ich Lampenfieber hätte und ich trete hier vor die Kamera und vor das Mikrofon und stell mir so vor, ihr alle da säßt jetzt nackt vorm Fernseher. Ja, also ich bin halbnackt da, aber... fände ich auch interessant. Also würde ich schon gerne mal ein bisschen so in die Wohnzimmer reingucken. Ja, das geht leider nicht. Geht leider nicht. Sascha, was ist dein Thema? Ja, meine Freundin möchte keinen Sex mehr. Und das jetzt mittlerweile seit 2-3 Monaten. Ja. Und ich hatte auch schon mal, glaube ich, mit dir darüber gesprochen. Das war schon mal so eine Phase gewesen. Und ich denke mir dann so die wildesten Sachen aus, so stell Kerzen auf, kauf Rosen und kauf Champagner oder Sekt und das bringt alles nichts. Und sie sagt einfach nur, es liegt daran, weil sie total ausgelastet ist und jeden Tag arbeiten muss und dann total erschöpft ist und dann keine Lust mehr hat. Wie lange seid ihr ein Paar schon? Bitte? Wie lange seid ihr schon ein Paar? 4 Jahre. 4 Jahre. Und sie sagt einfach, es dauert. Aber ich muss mal, Sascha, ich unterbreche mal eben. Ich gebe mal den Hinweis an meine Regie. Wenn die Leitung zu schlecht ist, also für mich ist sie äußerst schwer zu verstehen, dann müssen wir es abbrechen und wir rufen dich nochmal an. Ja. Es klingt draußen bei euch meistens oder manchmal ein bisschen anders, noch ein bisschen besser als bei mir auf den Kopfhörern hier, weil ich das so ganz komprimiert höre. Ja. Ich höre gerade, wir brechen es ab, Sascha, und versuchen dich nochmal neu anzurufen. Es ist zu schlecht. Okay. Wollt ihr nicht auf dem Festnetz anrufen? Ich hab jetzt vom Handy auf. Ja, bitte. Also wenn du ein Festnetz hast, bitte. Das ist viel besser. Dann leg mal auf und meine Redaktion wendet sich gleich nochmal direkt an dich. Okay? Ja, okay. Danke. Okay, tschüss. Ihr Lieben, übrigens, wenn ihr Festnetz habt, bitte gebt immer die Festnetznummer an. Das ist viel effektiver für uns alle als diese seltsame Handyleitung. Manchmal ist es ein Rauschen und Knistern, wie wir es gerade gehört haben. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit Horst, und Horst ist 49 Jahre alt. Hallo. Jawohl. Das ist eine schöne Leitung. Das ist auch Festnetz. Deutsche Telekom. Horst höre ich ganz klar, als säß er neben mir. Prima. Horst, um was geht's? Es geht darum, ich habe vor einem Jahr eine Affäre mit einer verheirateten Frau begonnen, ja, die sich mittlerweile zur Beziehung ausgedehnt hat. Ja. Das heißt, man trifft sich also nicht nur um ein paar gemütliche... Man trifft sich nicht nur zum Schnackseln. Genau. Ja. Bist du denn, vorab gefragt, bist du denn ein Single-Mann? Oder bist du in einer... Mittlerweile ja. Mittlerweile ja wieder. Ja. Nach einer langen, aber fehlgeschlagenen Ehe. Verstehe. Aber jetzt, während du jetzt mit dieser Frau da ein Jahr dich beschäftigst, bist du eigentlich solo. Ja, okay. Kann man so sagen. Ja. Und das Problem ist, bedingt dadurch, dass sie verheiratet ist, 2 Kinder hat, man sieht sich oder man verabredet sich, manche Verabredungen gehen dann aus welchem Grund auch immer in die Hose. Mhm. Muss dazu sagen, von Jugend an habe ich eigentlich immer behauptet, dass ich zu keiner Frau jemals sagen werde, ich liebe dich. Mhm. Bei ihr
ist genau das eingetreten. Warum hast du das von Jugend an behauptet? Ich weiß nicht, ich fand diesen Spruch einfach doof. Ach so. Und ich habe einfach gesagt... Mach ich nicht. Ich sag das keiner Liebe vor. Liebe gibt es nicht. Liebe ist ein Allerweltswort, dass man sagt, wenn einem nichts Besseres einfällt. Na, du bist mir ja ein Theoretiker. Aber jetzt ist alles anders und der Frau hast du gesagt, ich liebe dich. Genau. Und das Problem ist, es wird also von Tag zu Tag, Woche zu Woche immer schlimmer. Also auch ich bin, wie viele der vor mir am Telefon gewesenen, mit der ganzen Geschichte, also mittlerweile beim Psychologen, weil mir die Situation so auf das Nervenkostüm geschlagen ist. Lass mich mal fragen, Horst, du sagst, du hast ihr deine Liebe gestanden, du hast gesagt, ich liebe dich. Richtig. Hat sie etwas Ähnliches zu dir auch schon gesagt? Sie hat exakt das Gleiche auch zu mir gesagt. So, wie ist denn ihr Verhältnis zu ihrem Mann? Ich sag mal, die Ehe wird eigentlich nur noch durch die beiden Kinder erhalten. Wie alt sind die beiden Kinder? Die Große ist 14 und die Kleine ist 6. Das ist natürlich noch ziemlich jung. Jo. Mhm. Wobei also die Kleine dann auch noch ein ehrliches Kind ist, die Große nicht. Ja, das heißt, die Frau steckt in einem Dilemma. Sie ist in einer unglücklichen Ehe, sie hat einen Mann kennengelernt, sprich Horst, den sie liebt und kann irgendwie nicht aus der Ehe raus, weil sie sich verantwortlich fühlt wegen der Kinder und für die Richtig, Kinder. Richtig, ganz genau. So, und nu? Ja, und nu haben wir das Problem, man will sich öfter sehen, man will viel zusammen sein, aber es klappt nicht. Sie, sag ich mal, dadurch, dass sie ein Mensch ist, der schnell Kontakt findet und, und sich also auch sonst wie ablenken kann, verkraftet das relativ gut. Ach so, aber du sitzt traurig zu Hause und denkst, Mann, ist das ein... So kann es ja nicht weitergehen, ne? Denkst du dann wahrscheinlich. Genau. Ja. Weiß ihr Mann von der Beziehung zu dir... Nein. Nichts. Nein. Top geheim alles. Das ist also top secret. Wie stellt sie sich denn die Zukunft vor? Soll das alles irgendwie so weiter plätschern? Nein. Sie wird ihn, das ist zu 99% sicher, in den nächsten Jahren mit Sicherheit verlassen. In den nächsten Jahren? Jahren. Also das hat, es kann also morgen sein, je nachdem wie er sich aufführt. Ja. Es kann aber auch sich noch ein Jahr, sag ich, oder zwei hinziehen. So, das heißt, die Frau ist schon fest entschlossen, ihr Leben zu verändern. Das auf jeden Fall. Und und eben nicht wegen der Kinder in dieser kaputten Ehe zu bleiben. Genau. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Das meine ich auch. Ne? Das heißt, das Ganze sollte sich jetzt nur nicht ewig hinziehen. Es ist jetzt auch keinem damit gedient, dass noch dass das Ganze noch am Leben zu erhalten, was eigentlich schon tot ist, noch über einen längeren Zeitraum. Richtig. Das heißt, machst du ihr denn schon so ein bisschen Druck und sagst, es muss jetzt doch irgendwie ein bisschen was passieren und ich versuche es ab und zu. Ich versuche es ab und zu, nur wahrscheinlich immer wieder auf die falsche Art, zu direkt vielleicht. Da habe ich also noch nicht den... Was heißt denn zu direkt? Wie machst du das? Wie mache ich das? Indem ich ihr, weil ich ihren Mann auch kenne, und also auch schon den einen oder anderen Krieg da miterlebt habe, indem ich ihr dann halt sage, dass ich an ihrer Stelle das Spiel nicht mehr mitmachen würde. Ja, finde ich auch legitim. Finde ich legitim. Wie lange sind die beiden verheiratet? Die beiden sind verheiratet, lass mich nicht lügen, 7 Jahre. 7 Jahre. Also, nun seid ihr ein Jahr zusammen. Jo. Kann man noch gar nicht so sagen, richtig zusammen. Es hat ja eher so locker angefangen und es hat sich dann vertieft. Ne, Im Laufe der Zeit also sehr vertieft. Aber im Prinzip hört sich doch alles doch hoffnungsvoll an, Horst. Das ist richtig. Du liebst diese Frau. Die Frau liebt dich. Die Frau ist entschlossen, ihren Mann zu verlassen. Sie ist noch unsicher, wann sie es machen soll. Das heißt, gib ihr doch ruhig noch ein bisschen Zeit. Signalisiere durchaus immer wieder, dass du schon gerne möchtest, dass es bald passiert. Setz sie aber nicht zu sehr unter Druck.
Nee, Gott bewahre, weil dann habe ich die Angst, dass sich bedrängt fühlt, genau. Mein vom Regen in die Traube. Also das ist natürlich jetzt so ein Seiltanz. Du sollst ihn nicht so sehr zu sehr unter Druck setzen. Andererseits solltest du es aber auch nicht zu sehr laufen lassen. Aber ich finde, die Grundbedingungen sind gut. Und eigentlich eine gute Voraussetzung, dass ihr vielleicht zueinander findet und dann auch eine schöne Zukunft haben werdet. Das will ich auch hoffen. Also geh mit sensibler Hand ran, entschieden, aber nicht zu heftig. Ja, nur ich sag mal, mit meiner Schwester habe ich also über diese Geschichte mich auch schon unterhalten. Mhm. Sie meint Ähnliches wie du, nur sagen, wie ich jetzt mit der Geschichte umgehen soll. Das heißt, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Ich komme nicht drauf. Also, wie du jetzt dich verhalten sollst, was du sagen sollst, oder wie meinst du? Ja, wie weit ich also bei dem gehen kann, was ich sagen soll. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, das so theoretisch zu formulieren. Deswegen sagte ich auch gerade, das ist schon in gewisser Weise ein Seiltanz. Natürlich sollst du ihr klar machen, dass das nicht mehr so lange so geht. Du sollst ihr klar machen, dass du sie wirklich liebst. Du sollst sie aber nicht zu massiv unter Druck setzen. Weißt du, ich kann es dir nicht dezidierter theoretisch jetzt erklären. Das ist so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl, musst du da rangehen. Natürlich sollst du sie schon abholen, da wo sie jetzt ist. Aber du sollst sie nicht mit Gewalt wegzerren. Nein, weißt nein. Du? So ist, muss man es vielleicht sagen. Aber meinst du nicht, dass das aufgrund der Tatsache, dass ihr beide sagt, wir lieben uns, dass ihr das hinkriegt? Sollten wir. Ja. Wobei vielleicht dann auch noch das Ganze einzuschränken wäre, dass ihre Definition des Begriffs Liebe eine etwas andere ist wie meine. Na, jetzt muss man nicht philosophisch werden. Das also etwas lockerer. Pass auf, wie du es machst, kriegst du jetzt vielleicht noch einen Rat, noch einen fachkundigen Rat von meiner Psychologin. Das heißt, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Bist du einverstanden? Ja, klar. Okay, dann legst du auf und wir rufen nochmal an. Mach ich. Alles Liebe. Dir auch. Tschüss. So, jetzt habe ich nochmal den Sascha von gerade. Jetzt haben wir aber nicht mehr so viel Zeit und wir versuchen es mal, Sascha. Ja, Juden, hallo. Also, ich fasse mal zusammen von gerade, ja. 4 Jahre mit deiner Freundin zusammen. Ja. Seit 2-3 Monaten läuft es im Bett nicht mehr so, weil sie sagt, sie ist irgendwie ausgefüllt, hat tierisch viel Stress und hat keinen Bock. Ja, und ich lasse mir die deutschen Sachen einfallen, es passiert trotzdem nichts, ne? Ja. Ja, was mache ich denn da, sag mal? Du kaufst Champagner, Ja, Sekt, ne? Champagner können wir uns nicht leisten. Du kaufst dir eine schicke Unterhose oder weiß was ich, aber es funktioniert alles nicht. Ja. Soll ich mich von meiner Freundin trennen? Ja, nur langsam. Nur so schnell schießen die Preußen nicht. Wie ist das Verhältnis denn so an sich zwischen euch beiden? Super, bestens. Mhm. Aber das Ding ist, mir fehlt der Sex, ne? Mhm. Und das ist ja bei uns Männern öfter so, ne? Dieser Triebsuche, das ist dieses Triebgesteuerte. Das sitzt ja im Mann auch manchmal ein bisschen mehr drin als bei einer Frau, ne? Glaubst du ihr das denn, dass es am Stress liegt? Ja, sie ist oft sehr fertig und ausgelaugt und das glaube ich ihr auch, ne? Aber ich meine, manchmal muss man dann auch halt mal sagen, ja, jetzt, ich sag mal, jetzt lasse ich nicht über mich ergehen, aber ich mach's jetzt mal so, damit er auch irgendwie jetzt seinen Spaß hat oder so, ne? Ja gut, das ist nicht die Lösung, ne? Nee, ich weiß. Ist wirklich nicht die Lösung. Die Lösung, vielleicht wäre das ein psychologisches Problem, ne? Nein, die Lösung ist, dass sie muss auch wieder Lust haben. Das ist das Richtige. Ja, ich meine, vielleicht ist es bei ihr ein psychologisches Problem, dass sie einfach vielleicht den Kopf nicht frei hat oder so, ne? Vielleicht. Weiß sie, wie sehr du darunter leidest? Sie kann sich wahrscheinlich vorstellen, aber es bringt ihr auch nichts, ne? Nee. Sie kann sich das wahrscheinlich vorstellen. Sagst du ihr das so ganz klar? Dass du da schon ein bisschen auf dem Zahn bist? Nee, nicht ganz klar. Dann sag ihr das erstmal ganz klar, dass das für dich ein großes Problem ist und dass du vielleicht sogar Angst hast, dass die Beziehung daran scheitert. Vielleicht bricht das bei ihr auch etwas auf, dass sie spricht. Ja, aber stell dir vor, ich sage jetzt, ich habe mir vorgestellt, jetzt die Beziehung zu beenden, dann fährt sie ja aus allen Wolken. Ja, finde ich auch ein bisschen zu krass gleich. Gleich zu sagen, ich will die Beziehung beenden. Kämpfe doch erstmal drum. Versuche da erstmal rauszukriegen, was da los ist. Ja. Versuche das doch gemeinsam zu lösen. Und dann kann man immer darüber nachdenken, die Beziehung aufzugeben. Ja. Ja, man sagt ja auch immer, je oller, desto doller. Aber ich meine, so alt ist sie ja auch noch nicht, ne? Ja, jetzt ist aber die Sendung gleich vorbei. Wir rufen dich nochmal an. Einverstanden? Ja, das wäre gut. Okay.
Mach's gut. Wann denn? Jetzt gleich, Sascha. Okay. Tschüss. In der Technik, Carsten Klinger. Morgen sind wir wieder da. Bis dann. Tschüss. Es ist 2 Uhr vom Westdeutschen Rundfunk. Hören Sie Nachrichten. Berlin. Die Industrie hat den Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Eichel als mutlos bezeichnet.